David, dein Augenblick. David, du bist dran. Ist er noch besser? Gib schnell. Leiche, die Eric gefunden hat, er. Hat dir jemand meinen Namen gesagt? Nein, Eric. Alex, rede weiter. Eric wohnt in diesem Apartment, da hat die Leiche gefunden. Ich verstehe. Schwäche. Stinkt. Dreh die Brille auf, man kann das verlesen. Das Blut oder das so? Nein, das ist so. Scheiße. Boah, das fliegt da raus. Du kannst das Beste nehmen. Okay. Er bewegt sich. Entschuldigung, ich bin voll. Nehmen wir schon auf? Ja. Sechs, er macht schon wieder. Weiterreden, alle Tiere Dinge nehmen. So, noch. Noch. Ich hab das nicht nötig. Nein, nochmal. Oh mein Gott, so falsch. Und die Fressen größer. Was, der Blut? Ich dachte, du wärst Gerichtsmediziner. Nein, normalerweise macht das ein 12-jähriger Sohn. Schrecklich. Was? Das Blut oder der Sohn? Nein, das hier. Wer steckt denn ein Auto in den Körper eines toten Mannes? Ich glaube, wir haben einen neuen Fall. Ich liebe ihn. Auto. Siehst du dir selbst an, Vollidiot. Leise, Vollidiot. Siehst du dir selbst an? Rum, du. Hörst du? Denkst du nach? Ja. Da, toll, darf ich mitmachen? Ich auch. Ja, geh hier alle. Ich wollte mit nach den Krieg spielen. Was bekomme ich dafür? Ringele für Schwingele und Buscher für die Nacht. Das wäre super. Kellek, kannst du mir mit einer Liste von Automobilclubs helfen? Cool, danke. Wir treffen uns vor unserem, vor meiner Wohnung. Oder soll ich dich Ferrari nennen? Du magst mich nicht und ich mag dich nicht. Wenn du mir nicht sofort sagst, das war, verhafte ich dich wegen Beihilfe zum Mord. Das bringt dir locker 5-mal lebenslänglich. Du hast es nicht anders gewollt. Ja? Hi Kelly, wie geht's? Eric, wie geht es deiner Schwester? Gut! Ich denke gut. Aber Krebs ist immer eine schlimme Krankheit. Und du sollst deine Leiche vor deiner Wohnung gefunden haben. Stimmt, in der Leiche war auch ein netter... Kleiner Ferrari. Kleiner Ferrari. Normal schaut man die Person an, mit der man redet, aber egal. Sie lassen mir einen Automobil. Wie niedlich. Und jetzt müssen wir ein Automobil Automobilclub suchen, der mit Ferraris zu tun hat. Okay. Er ist mit Colin weggefahren, um den Autobesitzer zu finden. Was? Aber er hat die Leiche gefunden. Er ist mein wichtigster Mann. Das ist im Auto natürlich. Ja, natürlich. Das ist mir aber auch klar. Ich werde ihn sofort anrufen. Gute Idee. Das ist dein Stand. Ich weiß nicht, wie jetzt klingelt. Aber du bist gerade hier in den Text kommen. Ich weiß auch nicht. Du, mein Name, wer ist das? Unser Boss, Kelly. Ach ja, jetzt wo du sagst. Reden.
ich verstehe. Ich gehe nochmal zum Auto. Hi Mom, ich bin jetzt im Fernsehen. Okay, wir sehen uns. Ja. Das hat er dann davon. Hi, Aya, wie geht's denn im Haar? Alex, ich muss auf. Und mein Auge geht spitze. Hey, kannst du mir dieses Auto untersuchen und das kannst du machen, und wenn das auch mal gedacht hat? Lass mal leise sein. Okay, du wartest jetzt einfach. Na, komm raus. Komm raus! Das ist dein Auto. Gute Arbeit, das muss ich sofort verwäschen. Das ist eine L. Geht schon. Thomas, wir suchen Renny. Frisch. Ein Geist. Das hat mir jetzt ausgekippt. Was soll ich tun, Thomas? Entschuldigung, ich weiß nicht, ob sie den Mann umgebracht haben oder wenigstens gesehen haben. Ich sehe so einiges. Schön für Sie. Sie kommen mit aufs Revier. Darf ich vorne